Das Kubus Weihnachtsspezial. Mit dem zweiten Teil der reinkarnierten Weihnachtsgeschichte von Jörg Kassing. Nun folgen die letzten drei Kapitel in Berliner Mundart. Kubus wünscht viel Spaß. Kapitel 5. Ein Streich bei die Hirten. Guten Tag. Ha, also ich sage euch, das war vielleicht eine Tortur gewesen. Das war schlimmer als das. Also jetzt sollte die Old Mary ja werfen, wa? Also den Sohn von J sollte sie werfen, wa? Jetzt war das ja so gewesen, dass sie ja erstmal im Stall sich häuslich niederlassen musste, wa? Hat sie dann auch gemacht, naja, hat ihren ollen Lehnstuhl von ihrer Mutter mitgenommen. Hat er nur erzählt, wa? Also ich hab mir so gedacht, naja, Halleluja, ich sag, sollen sie mal da machen da, ja. Hab ich mal so gedacht, so. Ja, und Yoshi hat dann auf dem Boden gesessen und prompt, wie soll jetzt anders sein, die waren kaum eingerichtet, schon hat sie ihre Venen gekriegt. Und das hat gedauert, die Venen, die wurden immer stärker und das hat gedauert und ich hab mir so gedacht, na wisst ihr, also bevor du das Kind kriegst, lass ich mir jetzt was einfallen. Ich bin also nach Hause, bin dann im Keller, weil ich wusste, ich habe im Keller halt doch noch so eine olle Lampe. So eine, die so schön hell leuchtet. Nicht? Und dann habe ich die Lampe genommen. Erstmal habe ich gesucht, weil, naja, der Docht von der Lampe war noch da, aber der Schirm fehlte. Und dann habe ich ihn aber doch noch gefunden. Dann habe ich mir gesagt, jetzt gehst du zu die Hirten. Dann habe ich erstmal mir Streichhölzer hab ich mir erstmal mitgenommen. Und das war so, weiß ich nicht, so eine Kinderlaterne oder was das war. Aber die war schön hell, war, hat ausgereicht. Dann habe ich mir gedacht, jetzt wirst du die Hirten ärgern. Jetzt wirst du auf den Baum klettern. Da war bei der Wiese standen nämlich Bäume. Jetzt wirst du auf den Baum klettern, dann wirst du die anzünden. Und dann wirst du eine ganz berührende Rede halten. Hoch oben auf den Witwen des Baumes wirst du jetzt eine Rede halten, die berühren tut. Ja, weg also zur Wiese, ausgerechnet da treffe ich dann auch mal Ponzi, also Pontius. Da kam mir wieder alle, wo willst du hin mit dem Ding? Ich sage, pass mal auf, da geht da ja nichts an. Du petzt. Und am Abend, da wirst du denn schon wieder die ganze Belegschaft, sag ich. Ja, das war jetzt ein kleiner Scherz, ich hab Ponzi gar nicht getroffen, ey. Es war wohl so eine kleine Einlage, so. Naja, und jedenfalls echt zur Wiese, wa? Und da hab ich erstmal gewartet. Und die Hirten natürlich wieder alle sternhagelblau. Wie immer, wa? Sternhagelblau. Da war das morgens um 3, 4. Und da hab ich gesagt, dann hab ich mir gedacht, dann müsste sie ja geworfen haben, wa? Und dann hab ich mir erstmal vorbereitet. Dann hab ich mir erstmal gesagt, jetzt musst du erstmal kicken, dass du in irgendeiner Weise vorbereitet bist, wa? Sonst klappt ja das nachher alles nicht. Ja, und dann bin ich da also, hab ich mir den Baum angekickt, und dann bin ich da hoch auf den Baum, und hab mich erstmal versteckt, und keine Sau hat mir gesehen. Ehrlich, keine Sau hat mir gesehen. Ich bin da oben auf dem Baum und hab mich versteckt, wa? Ja, als ich da sah, dann hab ich schon gefreut. Es war ein bisschen bewölkt, ein bisschen windig und so was alles, aber ich fand das eigentlich ganz gut. So. Ach nee. Ach Mensch, immer wenn ich was machen will, ja? Immer wenn ich was machen will, kommt irgendwas dazwischen. Immer ich. Immer wenn ich. Ach, das ist so eine Scheiße. Ist so. Immer wenn ich. Ach Mensch. Ach, wisst ihr. Ach, das ist so. Ach, das ist so gemein. Das ist so gemein. Ist so, ich hab mir gedacht, du lässt dir davon nicht beeindrucken. Jetzt gehst du einfach auf den Baum. Dann bin ich auf den Baum. Dann hab ich die Lampe angezündet. Und das wurde knallhell. Und die Hirten sind alle reihenweise umgefallen.
Das haben sie nicht vertragen können. Das war denen zu viel. Ja, jedenfalls habe ich mir so gedacht, okay, jetzt musst du dir erstmal überlegen, was du sagen tust. Ja, und dann so, als ich dann so abgewartet habe, die Lampe brannte immer noch, habe ich dann so mich seelisch und moralisch auf die Rede vorbereiten, auf die Rede, auf die berührende Rede vorbereitet. Fürchtet euch nicht, denn wir sind bei euch gekommen, um euch zu sagen, dass die Jungfrau Maria den Heiland geboren hat. Und da war der Schluss, wa? Da war der Schluss. Die sind alle durcheinander gelaufen. Ich schwör dir, die sind alle durcheinander gelaufen. Auch bei dem scheiß Wetter. Und dann war da noch so eine alte Schachtel. Die hat dann angefangen zu singen. Friede sei Gott in der Höhe. Aber die kam mir gerade recht. Die kam mir gerade recht. Das war hervorragend, wie das hier laufen ist. Hätte schlechter laufen können, ja. Kapitel 6. Pack de Bene in de Wiehe. Klappe die zweite und bitte ein bisschen mehr Schmackes und ein bisschen mehr Humti-Humti. Ja, mein Gott. Ich kann ja nicht alles auf einmal machen hier. Mann, ey. Also, jedenfalls, das Kind, das war also tatsächlich da. Ich bin dann irgendwann wach geworden, das war ungefähr kurz nach 4 abends denn, wa? Und ich dann erstmal hin. Also ich kicke rin durchs Fenster von den Stall, wa? Das kann nicht wahr sein. Das kann halt nicht wahr sein. Das Kind, ja? Das Kind, das lockt mir keiner weg, das Sache. Das Kind. Also, das Kind, ja, das ist hier laufen, durch den Stall stolziert, ist das Kind. Bin ich drin, hat's mir erreicht. Sagt Yoshi, Mensch, stör doch das Kind nicht. Ich sage, pass mal auf. Ich sage zu dem Kind, sag ich, deine Kackstelzen, sag ich. Ihr hören in die Wiehe und nicht aus der Wiehe. Ich sag, du musst doch mal bescheuert sein. Weißt du, was das Kind gemacht hat? Hat mal angekickt, als wollte mir sagen, ey Opa, was willst du eigentlich? Da hat man das wieder erreicht. Mensch, du bringst mir doch nicht in so eine Peinlichkeit, sagt Yoshi, wa? Ich raus. Da war die Presse hinter mir her. Waren Sie der Engel? Ich sag, was für ein Engel? Ich sag, wovon redet ihr eigentlich? Wo waren Sie heute Nacht? Wo waren Sie heute Nacht? Ich sag einfach, zu Hause. Naja, ich wollte mir ein bisschen Gage ein. Meine Gage wäre ja auch nicht schlecht, wa? Und am nächsten Tag stand dann auf der Schriftrolle drauf: Bethlehemmer Tageblatt sprach zuerst mit dem Engel. Ach du Scheiße, denk ich. Aber gut. Ich hab dafür auch einen Haufenweise Gage gekriegt, wa? Ich war ja was. Ich muss ja schließlich wissen, wie, wa? Ja, das war der Engel. Dann bin ich zum Engel mutiert, ne? Wie in meine berührende Rede. Das ist ja auch das Mindeste. Aber das Problem ist, ich hatte ja kaum noch Ruhe, wa? Immer wenn ich rausgegangen bin, sind sie alle hinter mir her gewesen. Der Engel kommt! Ich dachte, das ist Scheiß, ja. Ja, und das steht da heute in der Bibel. Der Engel, der gesagt hat, dass der Heiland geboren ist, oder was? Das war ich. Und keiner will mir das loben. Das war gut so. Dann sind wenigstens die Leute nicht hinter mir her. Hä? Ja, was soll ich sagen? Ach, alle Scheiße, deine Elli. Naja, gut, Oreal, jedenfalls auf das Ding hin, auf meine Peinlichkeit, war Yoshi natürlich erstmal bedient gewesen. Und hat erstmal 3 Tage lang nicht mit mir gesprochen. Ja? Naja, gut, hat er umsonst. Ich hab mir eine Gage. Ja, und dann am 4. Tag da
ein persönliches Gespräch gehabt, nicht? Hat er zu mir gesagt, ich soll das nicht nochmal machen. Naja, gut, ich hab das dann auch eingesehen. Aber den Augenblick war ich wirklich sauer. Weil er seine Kackstelzen auf dem Boden hatte und nicht auf der Wiege. Ich meine, in der Wiege. Ich meine, das Kind jetzt, wa? Das kann ja nicht wahr sein. Ich meine, ein Kind kann ja nicht vielleicht ein paar Stunden auf der Welt sein und kann dann anfangen zu laufen. Wo gibt's denn so was? Aber eins muss ich euch sagen, das, was ich euch erzählt tue, das ist die echte Wahrheit. Das könnt ihr mir glauben. Kapitel 7. Die Presse schreibt zu alle Zeiten Jülle. Dann hatten wir den 6. Januar gehabt. Und am 5. Januar hatte denn Yoshi und Mary die Anfrage zu einem Interview und ein Fototermin mit dem Kind, weil das ja der Sohn Jottes war. Und dann sind sie gekommen, das waren drei Typen und die haben dann das Kind erstmal verarscht, wa? Weil das Kind, das wird ja noch schärfer, das Kind konnte nämlich schon sprechen. Das hat nämlich gefragt, die drei Typen, wo sie eigentlich herkommen und wer überhaupt den Mist hier alle verabredet hat. Das war gut gewesen. Was hatte der denn erzählt, der eine von den dreien? Ein Stern hat sie geleitet. Ich sag, ach so, sag ich. Hat mir Yoshi erzählt, wa? Ich sag, ach so, sag ich zu Yoshi, ja. Ich sag, das ist ja interessant. Ein Stern hat die geleitet. Für einen Fototermin, wa? Für so einen schnöden Foto. Na gut, Geschenke hatten sie auch mitgebracht. Ein bisschen Seife, ein bisschen Salbei oder was weiß ich, was das da war. Das ist ja Schokolade oder so was, ne? Was so ein Kind nicht braucht, aber das ist ja royal. Mussten ja was mitbringen, ne? Ein Stern hat sie geleitet. Wenn ich das höre, verstehst du, ich krieg einen Heimorgasmus, krieg da. Von wegen Stern. Sterne leiten nicht, Sterne leuchten. Und wenn sie leiten und leuchten, dann findet man das auch nicht, weil man den Stern überall sieht da. Oder was? Eine Scheiße, ja. Die haben früher genauso eine Scheiße erzählt, wie sie ihn heute erzählen. Ist doch mal wahr, das muss doch mal gesagt werden. Naja. Jedenfalls haben sie dann die alle befragt da, Yoshi befragt, wa? Und die Mary befragt. Und das Kind, das hat geschwiegen, das hat sich dann, hat dann gesagt, ich verweigere die Aussage oder irgend so was. Weil das ist ja der Sohn Jottes, wa? Das ist ja was Besseres, wa? Also pass mal auf, ich schwört euch, ich hab mir das schon gedacht, das Kind wächst die über den Kopf. Das Kind wächst die Beden über den Kopf. Und wie sie denn weg waren, Die Dreier? Da hab ich dann mal gekickt. Ich meine ja jetzt das Häutchen, nicht? Ich meine jetzt die Mary. Ich sag, ich muss mal kicken, sag. Leute, ihr könnt mal glauben, das Häutchen ist wieder zugewachsen. Die hatte das Häutchen immer noch, obwohl auch das Kind da rausgekommen ist. Das ist unglaublich, ist das. Das ist unglaublich. Wenn ich das ein Wissenschaftler erzählen würde, wie das damals wirklich war, die würden alle mit dem Kopf schlackern, die würden alle sagen, der Typ ist ein Fall für eine Klapse. Aber damals gab es keine Klapsen. Die hatte wirklich, die hatte original das Häutchen noch. Der Tipps da ja nicht. Wo soll denn das Kind rausgekommen sein? Das Kind kann ja nur rausgekommen sein, weil das Häutchen kann nur kurzzeitig geplatzt sein und wieder zu ihr wachsen. Siehst du, sagt Yoshi, das ist der Beweis, dass das der Sohn Jottes ist. Ich sag, wie heißt denn der Kleine überhaupt? Jesus Christus. Ich sag, du hast ein Ding an der Waffe, sag. Ich sag, du hast nicht nur ein Ding an der Waffe, sondern du hast 100 Dinge an der Waffe. Das ist für ein Scheißname. Das ist ein schöner Name für den Sohn Gottes. Ich sag, jut. Ich sag, ich will mir jetzt nicht nochmal verkrachen. Mit dir saufen hat mir ja mal Spaß gemacht, wa? Sag ich jetzt mal so. Ja, also jut heißt da Jesus Christus, meinetwegen. Soll er heißen. Aber dass der schon laufen kann und sprechen? Naja, jedenfalls, das, was ich euch hier verkursumantuckelt habe, das war die wahre Geschichte über das Weihnachten. Na, Halleluja. Stille Nacht, heilige Nacht. Und heute ist das alle total verfälscht. Siehe Neue Testamentus, Testament wollte ich sagen. Naja, typisch Presse eben. So wie sie heute sind,
So waren sie auch früher. Adieu, tschö, tschüssi, tschö, tschüss. Und das war's mit der reinkarnierten Weihnachtsgeschichte von Jörg Kassing. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und lasst uns doch ein paar Likes oder Kommentare da. Noch ein paar schöne Restfeiertage. Kubus sagt auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.